21er Chickenburger mit vier Soßen bei Cheeseburger. Geil. Guckt euch das mal an, was wir hier bestellt haben. Unnormal juicy, das ist so wild. Mit Kartoffeln, Brei, dann eine Wackel. The legend is back. Er war lange weg, aber hier ist er wieder. Benjamin. Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns drei. Den Engelhardt-Bildern. Und zwar werden wir heute wieder ein Video mit der Legend Benny drehen. Benny, was steht heute an? Das war deine Idee, dass wir das Ganze umsetzen. Ein Tag nur Fast Food. Ein Tag nur Fast Food. Und Benny bestimmt, was wir essen. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht zu viel Zeit. Hast du Bock? Ja. Und warum war er so lange abstinent? Warum warst du weg? Weil Schule. Weil Schule. Aber läuft, neue Schule, alles nice. Alles gut. Sehr geil, Brother. Let's go. Ja, was du lass mal auf Standard Meckes. Auf Standard. Standard. Ich sehe jeden Morgen eigentlich bei Meckes deswegen auf Standard. Let's go, Freunde. Okay, Freunde, und sehr, sehr wichtig. Er isst nicht jeden Tag. Er ist eigentlich fast gar kein Fast Food. Cheat Day, ne? Warum machst du mal gesundes Essen? Cheat Day, let's go! Go, Brother, was wird es als erstes geben? 21er Chickenburger mit vier Soßen, so Barbecue, süß-sauer, Currysoße und Sour Cream. Das ist voll krank, dass man da einfach vier Soßen hat. Ja, heftig, Mann, ne? Aber guck mal, wenn man die Hand, wie viel das sind. Ja, okay, oh. Das ist schon was. Genau, dazu gibt es noch eine Pommes, eine Coke und aus Standard drei Cheeseburger. Ja, Mann. Womit starten wir, Benny? Mit dem Cheeseburger. Mit Cheeseburger? Okay, saftig, knaftig, Schmackofatzu. Ja, von mir habt ihr Geschmack trotzdem. Ehrlich? Ja. Stößchen auf ein geiles Meal. Auf ein geiles Meal, auf einen geilen Tag. Cheeseburger. Auf easy, Freunde. Schön frisch, schön warm. So muss. Sehr warm. Na? Schmeiß, ne? Mhm. Cheeseburger geht ehrlich immer. Mhm. Vor allem, wenn die noch frisch und warm sind. Ja, ja, killer. Solange die Pommes von Mc's warm ist, schmeckt sie auch gut. Sobald die kalt werden, kann man die wegwerfen. Mhm. Aber eigentlich alle. Na? Ja? Barbecue und die sind schon mal echt geil. Und die? Sie ist sauer gewesen. Mhm. Sour Cream. Und welches am besten? Die und die. Alle roten. Mhm. Ach, das ist meine Lieblingsfarbe. Ja? Mhm. Warum isst du kein Lager? Lass ihn dann. Weil wir so viele Pommes schon weggesnackt haben. Lass mal Barbecue probieren oder was? Mhm. Geil. Das ist mir, Bro. Super. War super, ne? War gut. Welche Soße hat nochmal dominiert am Ende? Zu warm. Ja, insgesamt. Welche war die beste Soße? Das kann ich nicht sagen. Und zu Chicken Nuggets? Curry. Curry. Und zu Pommes? Zu Pommes war Barbecue. Barbecue. Okay, Brava. Erste Mahlzeit ist drinne bei Mackey D's. Und gleich geht's auch schon weiter. Wir gehen erstmal kurz trainieren. Genau, Benny zockt dann wahrscheinlich in der Zeit. Oder Benny trainiert auch in der Zeit. Ach, mal schauen, Freunde. Let's go. Das Training ist im vollen Gange und wir wollen euch auf eine Aktion von MyProtein aufmerksam machen. Und zwar gibt es nur heute mit dem Code Engels 37% auf alle Snacks, auch auf die neuen Snacks, darunter Brownies oder diese Whipped Chocolate Peanut Butter Riegel. Wenn ihr das Ganze supporten möchtet, könnt ihr den ersten Link in der Beschreibung anklicken. Weiter zum Essen. Ich bin gespannt, was Benny jetzt essen möchte. Was machen wir denn jetzt, Bench? Wir gehen zu einem Donutladen. Donutladen? Ja. Hast du Bock jetzt auf was Süßes? Ja. Dann würde ich sagen, essen wir mal. Essen wir mal oder erstmal bestellen wir mal? Nee, lieber direkt erst essen ohne bestellen? Genau. Okay. Diesen Weiß mit der... Benny, bist du mit der Auswahl zufrieden?
Wollen wir mal kurz reinzeigen? Ja. Guckt euch das mal an, was wir hier bestellt haben. Das ist aus einem Donutladen bei uns in Paderborn. Genau, das ist auf jeden Fall aus dem Donutladen in Paderborn bei uns. Haben wir noch nie so gesehen, beziehungsweise ich glaube, der ist ein bisschen neuer. Wir haben da gegoogelt, wo man am besten Donuts essen kann. Ja, Mann. Weil der Kleine hier Bock auf Donuts hat. Und ich glaube, wenn die so schmecken, wie sie aussehen, wird es auf jeden Fall 10 von 10. Yes. Aber ich würde sagen, taste it in 3, 2, 1. Easy. Wir haben hier auf jeden Fall komplett heftige Donuts. Ihr habt sie gerade schon gesehen und ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Bei mir sind beide schon sehr, sehr... Bei mir sind auch beide wild. Okay, deine sind komplett wild. Ich nehme den hier erster. Ich nehme dann... Boah, da musst du erstmal runter. Du musst jetzt den, ne? Ja, die sind so ja, juicy, dann nehme ich den direkt. Ja. Boah, also auf ich habe jetzt hier so einen Bueno Donut und die sind so soft, ich merke schon. Komplett juicy. Die sind unnormal juicy, das ist so wild. Holst du dich mal den hier rein? Zeig mal deinen Bench. Boah. Das passt zu deiner Jacke einfach, ne? Adessi hast du so, Freunde. Boah. Bei drei probieren alle, okay? Sieht ja einfach nur geil aus. Boah. Eins, zwei, drei. Mmh. Okay. Boah. Boah. Mmh. Bei deiner Füllung, ne? Meine auch. Meine nicht. Was hier krank aber ist, gute Taste. Mmh. Ja? Was hier krank ist, ich habe immer gedacht, solche krassen Donuts fallen komplett auseinander, wenn man abbeißt, ne? Ja, überhaupt nicht, ne? Probieren? Und oben auch. Ja, Mann. Ja, klar. Komplett Schoki im Gesicht jetzt, ne? Wild. Also, schon. Noch eine sehr geile Bar. Ganz ehrlich, der schmeckt wie Kaugummi. Wollt ich probieren? Ja. Jo, Bum-Bum-Eis, oder? Mhm. Junge! Crazy. Das ist auch wild. Mhm. Komplett was anderes einfach, ne? Noch nie so einen gegessen. Mhm. Noch nie. Also Freunde, für die Leute, die aus Paderborn Umgebung kommen, Maras Donutladen auf jeden Fall abchecken, wer ist. Wo ist der? Wir verlinken es euch einfach mal hier kurz. Duck. Keine bezahlte Über Werbung, mehr. Sondern Werbung aus Liebe. Aus Liebe, weil es echt sehr, sehr lecker ist. Mhm. Kinder-Country und dann noch so Cornflakes drauf. Sieht einfach komplett saftig aus. Ja, das ist halt echt schon krank, ne? Heftig, ne? Mhm. Für alle ASMR-Freunde da draußen. Oh. Boah. Der ist einfach richtig crunchy, ne? Boah, willst du probieren, gell? Mhm. Aha. Heftig crunchy, ne? Oha. Mm. So sieht meiner aus. Ja, Mann. Wenn er so schmeckt, wie er aussieht. Boah, meiner ist auch, glaube ich, mit Vanillefüllung. Meiner, glaube ich, sogar. Ja. Weil meiner ist auch weiß. Pullingfüllung. Okay. Boah. Das war lecker. Zwei Stück sind auch schon gut sättigend, ne? Mhm. Also, das war perfekt. Ich auch, weil sonst ist man so überzuckert mäßig und dann kommt man auf sein Leben nicht mehr klar. Mhm. Benni, wieder und gute Wahl. Wir. Sehr gute Wahl, Bruder. Was hast du gesagt? Ja. Was können wir da nehmen? Egal. Wohin geht's? KFC. KFC? Mhm. Warum auch nicht, ne? Weiter geht's, Freunde. Weißt du, was noch krass wäre? Hm? Ein Tee dazu noch. Mhm. Chai. Mhm. Das. Oder Kaffee, ne? Ja. Drei, jetzt? Zwei, eins. Boah. Und? Wild? Geil. Okay, bra. Weiter geht's. Mhm. Mhm. Ich hätte gerne einmal den. Welche Beilage musst du nehmen? Kartoffelpüree gerne. Kartoffelpüree? Ja. Hier ein Maiskolben und Kartoffelpüree? Ja. Ja. Perfekt, danke. Ich danke dir. Ciao. Ciao, ciao. Schönen Tag dir noch. Das erste Mal KFC, ne, Benni? Ja. Und bist du gespannt, wie es schmecken wird? Ja. Sag mal, was du gemacht hast, damit du dich aufs Video vorbereitest. Also, ich habe halt eure Videos geguckt, wo Fastfood drin kommen. Waren so ein, zwei Stück, ne? Nein. Wie viele? Sieben Stück. Hast du ein Stück angeguckt? Wie kann man nur so geil sein, Freunde? Bin ich andersweise so weit? Was machst du, Bro? Ich spiel Need for Speed.
duftet aber, so ein bisschen. Ja, aber eigentlich, das ist ja von dir der Account. Ja. Du bist viel weiter und eigentlich braucht man ein höheres Skill-Level als ich. Anscheinend ist mein Skill-Level schon gut. Yeah. Krieg 17, damit das Essen warm bleibt im Ofen. Ne, Benni? Ja. Okay, Benni. Erstmal ein Maiskolben mit Kartoffelbrei. Genau. Dann eine Wackelt. Oh yes. Du hast noch nie KFC gegessen, ne? Ich hab keine Ahnung. Das sind feuchte Tücher, das damit kannst du deine Hände ja sauber machen. Die hätten wir bei den Donuts auch gebraucht, ne? Ja. Zack. Okay, da sind mehrere Arten von Chicken drin. Ja, sollen wir testen? Ja. Willst du erstmal testen? Wir müssen gucken, weil es gibt Hot Wings und Crispy Dinger. Also ja, es gibt diese alles. Crispy Dinger. Die sind crispy. Ich glaube, das sind Hot Wings, oder? Ich mag Hot Wings. Oder nee, das ist kein Hot Wings, das sind Bites, Filet Bites. Nee, mir so an. Das, ich weiß, ich glaube, das sind Filet Bites. Stößchen. Bup. Bup. Mhm. Ist nice, ne? Mhm. Also ohne Witz muss ich sagen, dass der bis jetzt der beste Abend nicht bei KFC hatte. Ich war noch nie so überzeugt davon, aber die hier schmecken gerade echt gut. Oder nicht? Ja. Ich muss immer an, wenn ich an KFC denke, jetzt immer an Finn denken. An den Bro von Julian. Ja, weil der KFC Junkie, ne? Ja. Grüße gehen raus an die Importbanane. Und dann Julian natürlich auch. Sabacke. Genau. Genau, ne? Von dir du auch, guckst ne? ihn auch, ne? Ja, ja. Die Challenges sind geil. Die Challenges? Mhm. Und dabei gibt's Pepsi, Freunde, ihr wisst Bescheid, Team Pepsi. Was auch lustig ist, am Kartoffelpüree, da ist einfach 8 Liter Soße immer drin. Mhm. Das sieht nicht wie Kartoffelpüree. Let's taste it in, brother. 3, 2, 1, tschüss. Ja, geil. Ist geil? Mhm. Ich bin gespannt, was du auch gleich zum Kartoffelpüree sagst, weil sehr, sehr viele vergöttern den Kartoffelpüree von KFC. Sorry, ich brauche mit dir Videos zu drehen, Benni. Hörst du? Das, also, dass die so viele lieben, mhm, wenn man den erstmal sieht, erwartet dann, ja, man das gar nicht. Nee, dass da so viel Soße auch vorhin drin ist. Ja. Ne? Wenn du musst mal diesen Chicken-Teil probieren, das ist scharf. Mhm. Magst du scharf? Mhm. Ehrlich? Mhm. Probier mal, Digga. Arthur, einfach der einzige der Familie, nicht scharf mal. Ja. Mal sehen. Boah. Der Maiskolben schmeckt ja anders. Mhm. Mhm. Ja, geil. Hat mich gut. Mhm. Aber schärfer als ich gedacht habe, ganz ehrlich. Ja. Und? Mhm. Ist auch geil, ne? Ja. Ist das besser als Mamas? Nee. Mhm. Geil, einfach geil. Einfach geil, ne? Das ist ein Göffel. Lieblingsgöffel einfach, ne? Ich kenne Göffel. Mhm. Ja, Freunde, wir haben auf jeden Fall alles probiert. Ist das erste Mal KFC, dass du KFC gegessen hast? Was sagst du alles in einem? Ganz ehrlich, geil. Ist geil, ne? Ja. Gut. Was ich am geilsten finde, ist halt das Branding, ne? Mit dem Eimer einfach so ein Bucket. Mhm. Wenn ihr mehr Videos mit mir sehen wollt, dann liked das Video, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare Hashtag Benny. Ihr habt's gehört, Freunde. Abonnieren, Hashtag Benny und das Video liken. Dann kommen auf jeden Fall mehr Videos mit dem Amigo. Macht auf jeden Fall wieder Bock, Brother. Und dieser glückliche Mensch hat gerade jetzt noch 4 Wochen seinen Autoschlüssel wieder gefunden. Naja, wenn ich was gefunden habe. Ich habe meinen Autoschlüssel noch voll lange gesucht. Weißt du, übrigens war Benni die ganze Zeit ausgesperrt hier draußen. Hat an der Tür gewartet. Was haben wir gerade gemacht oder was zugemacht? Gechillt, gezockt. Bisschen Serie geguckt, ne? Ja. Ihre Mann. Wo geht's jetzt hin, Benni? BK. Let's go. Komm hier aus. Hier. Cute. Komm hier aus. Hier. Tschüss. Benni, du bist heftiger Kameramann, ne? Einfach für den Wahrheit. Ja, guck mal, wie ich filme, bitte. Wild. Das ist schon was Feines, ne? Was hast du alles bestellt, Brother? Chicken Burger. Nee. Chicken Nugget Burger. Chicken Nugget Burger. Ja, Mann. Für jeden halt 2. Genau. Und dann noch eine große Pommes für alle. Ja. 2 Milchshakes, einmal Vanille und Erdbeere. Und dazu noch Sprite. Genau. Hallo! Hallo! Bist du schon, Bruder? Ja, klar. Yay. Stark. Jetzt kriegt erstmal seine Sprite, ja? Benni? Ey, der hat uns keinen Strohhalm gegeben, doch, oder? Fuck. Doch hat der, du keine. Der Arthur kriegt keinen, weil er so gemein war. Benni, du hast hier deine Ablage. Guck, Benni, so meinte ich vorhin. Guck, du machst so. Ja, ich. Aber du machst jetzt nicht meinen auf. Das nein, das machst du so. Schon. Geht nicht. Schlecht. Gib mir welchen. Warum geht das nicht? Warte. Ja. Geht nicht. Boah. Sehr gut, Männer. Okay, warte, ich würde sagen, ich verteile euch jetzt diese.
Okay, ich kann nicht mehr. Ich habe so einen Hunger. Ich auch. Schnell diese Taschentücher raus, Herr Sonntag. Freunde, ohne Witz, ich finde, das sind einfach so geile Burger. Der Willi, ey. Willi ist echt ein Loster. Das sind echt richtig geile Burger. Ich finde, das sind sogar die besten von BK mittlerweile, irgendwie immer mehr. Ja. Aber jeder, der ein paar Videos von uns geguckt hat, wo wir über BK waren, ich sag das hier jetzt mal. Boah. Ein bisschen. Soll ich probieren? Ein bisschen mehr Liebe. Die sind gerade frisch aus der Fritteuse, die Dinger. Die schmecken richtig geil, ne? Mm. Oder? Ich hab noch keinen. Ach so. Ich finde, zu Burgern passt Sprite am allerbesten. Also die Kombi aus Burgern und Sprite, kalter Sprite, unschlagbar. Diese Erfrischung, ne? Die passt einfach, es harmoniert. Sollen wir die Milkshakes probieren? Alter. Ey. Das fände ich die falsche Richtung. Ich krieg auch ein. Nee, aber nur wenn du Arthur abschießt. Tschüss. Oh, Lucky Strike. Lass mal probieren jetzt. Bitte. Ist geil, ne? Mhm. Ist richtig gut. Mach mal den Switch. Aber es ist irgendwie Dings da. So richtig. Nochmal, was ist das? So als wäre das. So Mini-Eis, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. So Mini-Eis, so richtig. Mh. Freunde, das soll es aber auch schon mit dem Video gewesen sein. Ich will auch probieren. Und? Ist gut? Ich glaube, Erdbeer ist besser. Erdbeer ist besser. Kann ich Erdbeer probieren? Du wolltest mich gar nichts probieren lassen, überleg mal. Vanille ist besser. Ja. Freunde, auf jeden Fall hoffen wir, euch hat dieses Video gefallen und wenn ihr noch mehr Videos von Benny sehen möchtet, dann müsst ihr auf jeden Fall kommentieren, Hashtag Benny, liken und abonnieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace. Tschüss.